Das hier ist unsere eigene kleine Bühne, die wir hier selbst mitgebracht haben. Genau, und da können wir dann machen, was wir wollen. Das machen wir auch. So. Muss ich jetzt irgendwas noch anmoderieren? Nee, ne? Wir sind in der Fashion Town, alles klar. Hier gibt es tolle Stände mit ganz viel selbstdesignten, mit viel Liebe gemachten, schönen Dingen. Unter anderem eben halt diese wundervollen Hüte, Kragen. Ja, aber ich denke, erzählst du erstmal was darüber, du. Ja, ich bin die Sandra von der Chimiron Design und ich kreiere halt diese ganzen Dinge, die ihr hier seht. Und ja. Und das sind doch alles Einzelstücke, handgemacht, oder wie sieht das so aus? Genau, das sind alles handgemachte Einzelstücke. Die Preislage so von bis? Es geht so bei 15 Euro los und endet bei 179 Euro. Also es ist eigentlich für jeden Geldbeutel was Schönes dabei. Ja, das denke ich auch. Also ich habe mir auch schon ein Hütchen gekauft letztes Jahr und ich trage es sehr gern. Ja, wo außer dem Mira Luna kann man euch denn noch erreichen? Im Internet, auf Etsy, auf eBay und auf Davanda, immer unter dem Namen Nashimiron. Da bin ich zu erwischen. Und diese ganzen Halsschmuck, alles machst du? Ja. Ist ja Wahnsinn. Also Schmuck auch, alles? Ja. Alles, was hier ist, ist aus deinen Händen, aus deiner Hände Arbeit. Genau, also die Metallteile an sich mache ich natürlich nicht selber, aber ich mache Dinge aus ganz vielen Einzelteilen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Infos. Und kann nur jedem empfehlen, auch mal auf die Internetseite zu schauen und was Hübsches zu erstehen. Dankeschön. Hier gibt es, wie ich sehe, hauptsächlich Korsetts, ne? Genau. Es sind handgemachte Korsetts. Die sind von mir alle selbst gemacht, vom Design bis zum letzten Nadelstich. In Konfektion und als Masernfertigung fertige ich die auch an. Und auch so Kleider, das ist... Da ist ein Korsett mit eingearbeitet. Das sieht man nicht, weil ein Reißverschluss drüber ist, aber das auch mit einem Korsettteil sozusagen. Ja, es ist wirklich super schönes Kleid, ne? Vielen Dank. Also, sowas sieht toll aus, ganz elegant. Ja. Und wenn man euch nicht, also außer Mira Luna, wo kann man euch da... Wie kann man euch erreichen? Also ich habe ein Atelier in Bremen, da kann man nach Terminabsprache hinkommen. Und ansonsten im Internet unter www.vcouture.de. Ja. Hier. Ja, genau, ein Kärtchen gibt es hier. Genau. Kann man mal schauen. Ich zeig dir das mal. Doch, das muss. Hast du's? Gut. Wir nehmen das Kärtchen mal mit, dann können wir das auch einblenden. Klar, genau. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ne? Und viel Erfolg noch. Danke. Before you can see my collection, I produce jewelry for fashion. At the moment, I come from Venedig, from Venice. At the moment, I stay in Berlin. Yeah, we produce kind of fashion streets for gothic, but steampunk, elf, or fetish, any kind of crazy and, yeah, creativity. So we use metal and crystal Swarovski. All piece is unique, and usually we produce for performers, so for dancer, singer. We dress very famous from all the world, from Grace Jones, or House of Fashion, it's okay. But we really love stay where there is a lot of young people because there is creativity and a lot of fun. So we are there. Yes, our company is the original atelier. Yeah, it's three generation. As a long history, because in Venice, my grandmother, my mother, they have this, you know, historical dress, the atelier of historical dress, because from Carnival of Venice, of course.
we love to produce big collection and crazy, you know, feathers, color, fabric. And studied sculpture in University of Arts 10 years. And I start to produce jewelry for the costume of my mother. So stage jewelry. After for wedding, you know. And some house of fashion like Paul Smith, Antonio Maras, very famous. They asked me to do a little collaboration. So, and from there I start to make jewelry for everyone. Yeah, of course. Before I do for myself, because I love to do it. After all, my friends, they are happy to find me in a lot of different events, like here in Mera Luna. But we do, yeah, a lot of different events in all Europe, of course. And we sell in all the world. Yeah, so you're welcome. Nice to meet you. Thank you. Und kannst du ja schon mal erzählen, genau, was es hier Schönes zu kaufen gibt? Ja, naja, also wir haben Korsetts, wir haben sehr, sehr tolle Ledersachen gemacht. Da haben wir Leder geformt und haben damit Harnische gebaut und außerdem auch noch so andere Outfits. Und das ist schon sehr speziell und sehr abgefahren und ist nicht ganz billig, aber ist ein Liebhaberstück. Ja, ansonsten verkaufen wir natürlich hier unsere Halsbänder und unsere Beeren und alles sowas. Und ja. Jörg, du musst unbedingt nochmal das von dem Kleid eine Aufnahme machen, ne? Also das ist ja der Hammer. Ja, das Kleid, also beziehungsweise das Korsett mit dem Rock, das ist auch sehr schön. Auf jeden Fall. Das gefällt mir auch sehr. Mal gucken. Muss ich noch ein bisschen öfter singen? Genau. Ja, wie gesagt, das ist halt alles handgemacht und wird alles auf Maß gemacht und das ist, hat nun mal alles seinen Preis. Ich weiß. Aber ich finde das, also ich habe ja geguckt, ich finde das wirkt durchaus in Ordnung. Also ja, genau. Ja, ne, so. Ja, und wo habt ihr euer Atelier quasi? Also seid ihr nicht nur auf Mera Luna? Nein. Wir haben einen Laden in Berlin, in Kreuzberg. Und ja, da haben wir auch alle Sachen da und dann haben wir auch noch unsere Webseite und auf Facebook und ja, so. Immer wieder schön hier zu sein, weil hier viele Leute sind, die wir hier schon als Jahren als Kunden haben und das macht immer wieder Spaß, das ist schön. Also, nächstes Jahr, wer dort auf dem Mera Luna ist, unsere Empfehlung ist dieser Stand hier. Hier kann man wirklich tolle Unikate erstehen. Genau so ist es. Ein weiterer wunderschöner Stand hier in der Fashion Town, der uns auch sehr gut gefällt und den wir unbedingt empfehlen wollen. So, jetzt gibt es noch ein paar Infos dazu. Ja, hallo, ich bin Konstanze. Ich bin hier mit dem Maskenzauberstand mit der Marianne Söhnlein zusammen, die hinter mir irgendwann durchs Bild laufen wird, wenn er kurz darauf schwenken möchte. Das ist die Dame mit dem zauberhaften Kopfschmuck. Und wir haben hier eine Auswahl von Headpieces, Masken und auch vielen anderen kleineren Teilen, aber natürlich auch diese größeren, auffälligen Sachen, die halt auch für Bühnenproduktionen so genutzt werden. Und freuen uns, hier sein zu dürfen und ja, freuen uns auch natürlich, wenn es den Leuten gefällt. Ja, und wo kann man euch, wer halt nicht ist, aufs Mera Luna schafft, aber Interesse hat an solchen Modellen? Ja, wer es also nicht geschafft hat zum Mera Luna, der kann uns gern irgendwie an unser Atelier schreiben in Berlin. Also wir sitzen in Schönebeck, ist kein Ladengeschäft, ist wirklich ein Atelier, wo wir arbeiten. Und er kann dann einfach auf maskenzauber.de oder maskenzauber.com schauen und sieht dort auch eine Online-Shop-Auswahl. Das ist dann ein recht großer Teil schon ausgestellt, aber wir machen halt auch viele Spezialanfertigungen. Also wer jetzt irgendwie Sonderwünsche hat für ein bestimmtes Kostüm, ein bestimmtes Event, machen wir total gern. Ja, super. Also, ich kann das nur empfehlen. Es ist wirklich ganz fantastisch, was man hier zu sehen bekommt. So, und dann vielen Dank für die Information und noch viel Erfolg. Dankeschön. Das ist jetzt unser eigener Stand hier, wo wir ein wenig Werbung für unseren Podcast machen. Man kann hier über die Kopfhörer zum einen unsere Musik verfolgen und zum anderen Ausschnitte aus dem Podcast. Ja, bisher sind schon einige Leute gekommen und haben mal reingehört und auch schon CDs gekauft. Gut. Und ab und an singe ich ja auch mal live. Mal schauen, ob ich dann morgen noch genug Stimme habe für die nächsten Auftritte. So.
Also, und diesmal waren wir schlau. Letztes Jahr hatten wir keinen Ventilator mit. Dieses Jahr haben wir das getan. Und das war eine sehr kluge Entscheidung, weil in so einem Zelt wird es schnell richtig heiß. Und dann sind wir jetzt hier bei dir. Und du kannst uns mal erzählen, was du hier so verkaufst, anbietest. Alles klar, ja, wir sind irgendwie ein schwarzes Label aus Lüneburg namens Dark Creations. Und verkaufen hier so lauter schicke Frauenbekleidung, sexy, ein bisschen fetischmäßig angehaucht, ein bisschen Metal-mäßig, geht auch ein bisschen in die Gothic-Schiene rein. Aber im Grunde genommen, wir arbeiten mit glänzendem Material, was stretchig ist, und verarbeiten ganz viele Nieten, Metalle mit diesen Sachen zusammen. Das ist, denke ich mal, so die Besonderheit an unserem Label. Und wenn ihr nicht auf dem Mira Luna steht, wo kann man euch dann außerhalb des Mira Lunas finden? Man kann uns natürlich im Internet finden unter www.darkcreations.de und kann dort bestellen. Ansonsten kann man uns in Lüneburg finden, da habe ich mein Atelier, habe ich auch ein Showroom. Da kann man auch hinkommen, wenn man einen Termin vereinbart. Und ja, und ansonsten werden wir sehen, wo wir sonst noch so zu sehen sein werden. Ja, auf jeden Fall kann man da mal reinschauen. Genau, das sind jetzt so ein bisschen Parkangehauchte Jacken zum Beispiel. Das sind schon ältere Ideen, sage ich jetzt mal so. Die habe ich jetzt mal mitgenommen fürs Mira Luna, weil es sollte ja regnen und kalt werden. Da dachte ich, ich packe die mal ein. Viel schöner sind jetzt irgendwie, finde ich, diese ganzen neuen Sachen. Zum Beispiel haben wir hier ein Kleid, was sehr speziell ist, hinten mit V-Ausschnitt geöst, asymmetrisch geschnitten, denn die Ärmel dazu geöst. Dasselbe haben wir zum Beispiel auch mit einem Spinnennetzrücken oder Pentagrammrücken. Denn, wir haben ja ein bisschen was, ne? Denn haben wir hier was ganz Spezielles mit Ketten, was auch so ein bisschen in die Fetischszene geht. Da raffe ich den Stoff quasi. Naht für Naht wird gesetzt und dann halt erst zugeschnitten und verarbeitet. Also es ist echt ein bisschen aufwendig, das Teil. Und Moment, ich muss mal kurz weghängen. Dann haben wir hier zum Beispiel so ganz viele Röcke. Also wir machen ganz viel Röcke, Hosen, Oberteile, die auch alle gecuttet sind. Also dieses Cutten ist irgendwie so ein bisschen meine Spezialität. Und dann halt auch so mit Pentagrammen, Spinnennetzen versehen. Oder ja, mit Netz, Ösen. Also mit Ösen arbeite ich ja halt ganz viel. Oder halt diese Schnallen zum Beispiel lasse ich extra für Dark Creations produzieren und verarbeite die dann auch in meinen Klamotten. Das geht so ein bisschen in die IBM-Schiene. Die sind heute auch ganz gut weggegangen. Genau, ansonsten, wie gesagt, mit diesen Cuts arbeite ich halt sehr viel. Da haben wir Shirts, die sind hinten mit Pentagrammen ausgeschnitten oder Spinnennetzen. Positiv, negatives Pentagramm. Ja, und eine ganze Bandbreite an Röcken. Dann haben wir jetzt irgendwie wieder Corsagen reingekriegt, die halt, ja, wie man auch an mir sieht, schön oben mit Nieten besetzt sind. Dezent, aber doch rockig, denke ich mal. Und das neueste Highlight sind halt wirklich diese ganzen Sachen, die ich bedrucken lasse jetzt, irgendwie bevor die zusammengenäht werden, mit Pentagrammen, mit umgedrehten Kreuzen. Da haben wir Leggings von gemacht und auch Hotpants. Dazu gibt es dann auch immer noch so passende Accessoires wie Stulpen, Handschuhe, die man sich dazu kaufen kann. Genau. Vielen Dank, das war sehr schöne Information. Genau, da hat man guten Einblick bekommen hier von dem Angebot. Super. Ja, alles klar. Dann noch viel Erfolg. Dankeschön. Euch vielen auch Dank. Auf jeden Fall. Ja, Dankeschön. Ja. Jetzt sind wir hier bei Lucardes Feist. Feist Style. Genau. Und ich hatte auch schon mal das Vergnügen, zwei Kleider von dir zu tragen. Genau. Das war nämlich für das Album Hälfte des Lebens. Und da musste ich natürlich auch nochmal hier vorbeischauen. Und jetzt erzählt am besten selbst. Ja, also... Darf man Dörte sagen? Ja, natürlich. Ja, du hast keinen anderen guten Namen. Also die gute Dörte ist zu uns gekommen, wir haben uns sehr gefreut. Bacci Duszka ist ja so diese Verbindung zwischen künstlerischem Ausdruck auf einem sehr hohen Niveau, aber doch mit einem schönen Unterhaltungswert. Und wir haben uns halt richtig gefreut, dass wir das machen dürften mit ihr zusammen.
war auch eine Herausforderung. Der Martin Black hat das damals fotografiert und sehr schön war, sie hatte diesen Spiegel. Auf dem oberen Teil war sie halt jung, wie sie jetzt ist. Und unten, wenn man in den Spiegel schaute, war sie halt alt. Das ist so ein bisschen die Vergänglichkeit. Ja, sah geil demonstrierte, aus. Ne? Und das war halt richtig schön. Insofern, weil wir glücklicherweise für die junge Dörte zuständig waren. Genau. Und wofür seid ihr noch zuständig, außer für Bands zum Beispiel, die Kleider für Fotoshootings brauchen? Also wir machen eigentlich ganz viel mit Hochzeiten. Für uns ist dieser besondere Moment so das Thema, dem wir uns verschrieben haben, was wir auch vom ganzen Herzen machen. Das heißt, alles, was hier so am Stand sieht, außer unseren Markus, da ist es so, das sind halt die Sachen, die wir machen und versuchen, da so nicht nur unseren eigenen Traum einzubringen, sondern das, was der Einzelne, der Mensch möchte oder das Paar. Vielleicht will Markus dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Ich sag ja immer dazu, alles, was ihr woanders nicht bekommt, bekommt ihr dann bei uns. Ja, also wir können individuell auf jeden Kundenwunsch eingehen und jede Farbe, jede Stilrichtung im Schnitt auch auf den Wunsch eingehen. Und das macht uns, glaube ich, letzten Endes auch aus. Und wir geben uns echt Mühe. Und loben uns jetzt hier bei jedem. Nein, das ist auf jeden Fall. Also das sind nämlich wirklich ganz außergewöhnliche Brautkleider, die man hier bekommen kann. Also nicht das, was man halt so kennt, das Weiß, ne, kriegt man natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Paare, die sagen, nee, wir wollen was ganz Ausgefallenes, wir wollen was Besonderes, weil ja, wir wollen was, was zu uns passt. Ne? Genau. Ja. Wichtig ist, das ist ja wirklich das, weil wenn wir nicht zuhören können, wenn jemand zu uns kommt, die Leute reisen sehr weit, dann hat das Ganze keinen Wert. Und das ist etwas, was wir versuchen, uns immer wieder bewusst zu machen. Einfach nicht so irgendwie, man kennt das, man kommt zum Bäcker, fragt nach drei Brötchen und sie sagt immer nur, Dankeschön, bitteschön, auf Wiedersehen. Und so soll es nicht sein, sondern es soll ja irgendwie noch so ein bisschen einen Austausch einfach darstellen. Und deswegen ist keine Pflicht, die Sachen so zu nehmen, wie sie hier sind. Das ist eine Option, ein Vorschlag. Genau. Auf jeden Fall nehmt ihr euch auch immer sehr viel Zeit für die Paare. Ne? Also wenn so ein Paar zu euch kommt, wie sieht das dann so aus? Ja, also es ist im Grunde so, die meisten müssen, wenn es möglich ist, zweimal wäre ganz schön. Das heißt einmal zum Aussuchen, da braucht man so gute anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, was man so für einen Wunsch hat. Und dann vergeht ein bisschen Zeit, das ist Anfertigen. Und dann kommt man zum Abholen. Wir haben halt ganz viel auch glücklicherweise aus der Schweiz. Also die Kunden reisen wirklich weit und dann wollen wir natürlich nicht, dass sie ein drittes Mal kommen. Das heißt, eine Schneiderin ist wirklich den Tag speziell für dieses Kundenpaar da. Das heißt, man kommt morgens, wir geben ihnen so ein paar Tipps, wo sie noch hingehen können, was sie bei uns da im Harz noch anschauen können. Sind ja also nicht so die Riesenstadt, aber halt wirklich schöne Natur. Ein paar ganz nette Geheimtipps an Schlössern und sowas gibt es halt auch. Und dann kann man abends wirklich sagen, alles klar, hier finde ich cool, macht mir noch eine Blume dran und dann finde ich das so, ist das für mich das, was ich mir wünschte. Also es ist auf jeden Fall für Paare, die vorhaben, in Kleidern zu heiraten, es sind ja nicht nur Kleider, auch Anzüge, ne? Genau. Damen und Herren können tauschen, auch der Herr kann ein Kleid, die Dame kann auch einen Anzug, wir sind völlig tolerant. Genau, also da kann man wirklich genauso heiraten, wie man eben halt es möchte, weil es so zu einem passt, genau so und nicht anders. Genau. Ihr präsentiert euch ja hier heute auf dem Mira Luna und man findet euch aber in Bad Lauterberg, im Harz, im Domänenweg 2. Ja, das genau. Ist zweiloch-mäßig verpackt, ne? So ganz ja. Langsam. Ja, genau, also im Harz. Man googelt genau. Einfach Lucades Feist. Genau, wir blenden nochmal eure Homepage. Ja, super, genau. Da haben wir nichts dagegen. Genau, und dann kann man sich da nochmal informieren und auch noch ein paar Fotos sehen und Bilder, ne? Genau. Also ich kann es nur empfehlen. Freuen wir uns. Wir Jörg, freuen uns auf alles, was zusammen. Da kommt, ne? Ja, er muss. Ich bin ja auch kein Profi hier. Gib alles. Prost. Alles, genau. Prost. Darauf trinken wir. Ach stimmt, das müssen wir jetzt mal machen. Machen wir aus, dann prost man noch uns zu. Genau. So jetzt aber, ne? Jetzt? Prost. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Und das Leben. Und das Leben.